Wie? Keine Musik mehr? Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Show. Das Spiel habe ich quasi, ja, wie drücke ich das aus, gefunden. In einem Online-Shop zu einem geradezu lächerlich niedrigen Preis. Und sah mir nach einer witzigen zwischenzeitlichen Unterhaltung aus. Weiß jetzt zwar nicht, warum da immer noch Raft angezeigt wird, aber das kann man ändern. Denn eigentlich kennt Twitch das Spiel ja. Ja, okay. Stimmt auch. Gut. Was ist Aircraft Evolution? Aircraft Evolution ist ein 2D Flug-Weltkriegssimulator. Wie beschreibt man so ein Spiel am besten? Ich glaube am besten, indem ich es euch zeige. Es ist ein extremes Casual Game. Und gut, gerade zu Anfang hat man so gut wie gar nicht. Gerade waffentechnisch. Obwohl, wir hätten ein paar Bomben, die man rechts oben ganz gut sehen kann. Nur mit dem Anfangsflugzeug, das wahrscheinlich selbst die Gebrüder Wright zum Weinen gebracht hätte, können wir natürlich erstmal nicht viel tun. Dementsprechend, ja, stehen wir jetzt erstmal auf verlorenem Posten. Aber das Schöne ist, selbst wenn man in diesem Spiel verliert, sammelt man Erfahrung und man sammelt auch Coins, Geld, Zeugs, mit dem man das Flugzeug aufrüsten und vor allen Dingen sich auch neue Bomben, Reparaturen und was auch immer besorgen kann. Ja, kein sonderlich. Mag jetzt auf Anhieb erstmal uninteressant klingen, allerdings wir können durch mehrere Epochen quasi uns weiterentwickeln, neue Flugzeuge kaufen. Ja, nicht ganz einfach. Gerade nicht mit diesem Flugzeug. Ich hatte vorher schon ein bisschen gespielt. Dementsprechend hatte ich schon bessere Flugzeuge. Ha, geht doch. Und zeige ich euch mal eben den Shop. Also mit Level 3 können wir uns einen Doppeldecker holen, mit Level 6 einen verbesserten Doppeldecker mit zusätzlichem Maschinengewehr. Und entsprechend weiter Level 15. Ja, bei Level 24 sind wir dann schon im Bereich der fortschrittlichen Kampfjets. Und bei Level 30 sind wir sogar im Science-Fiction-Bereich. Jetzt habe ich eigentlich wenig Interesse, dieses Flugzeug aufzurüsten. Aber aus Erfahrung weiß ich, zumindest ein kleines bisschen wird uns das Leben leichter machen. Also ich habe es vorher bis Level 7 geschafft. Und dann habe ich entschieden, muss ich dazu sagen, dass es mir dann doch lieber ist,
Ja, Z und X reparieren. Nachtanken, das kennen wir ja. Ja, und hier wird die Sache dann schon ziemlich heftig. Und hier kann man sich vorstellen, warum. Ich im Endeffekt schon mein altes Flugzeug, mein verbessertes Flugzeug vermisse. Einen Vorteil hat das Ganze allerdings, ich weiß jetzt schon besser, auf was ich zum Beispiel verzichten sollte, nämlich den exzessiven Einsatz von zum Beispiel Reparaturen, was ich gerade tue. Und dafür sollte ich lieber darauf achten, dass ich zum Beispiel auch zusätzliche Ausrüstung einsammle. Die taucht nicht in jedem Level auf. Im Übrigen, Soldaten gibt es praktisch unendlich. Viel interessanter ist die Tatsache, dass wir für die unendliche Anzahl an Soldaten trotzdem Erfahrungspunkte und Geld bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch die ganze Zeit hier nur hin und her fliege... nochmal Reparatur. Und die ganze Zeit nur Soldaten abmetzle, ja, und da geht die schöne Reparatur dahin, aber wenigstens da braucht man mindestens noch einen Anflug für. Hier ist das Ganze noch verhältnismäßig übersichtlich, kann man schon dazu sagen. Das ist zum Beispiel ärgerlich. Ich hätte die Reparatur jetzt gerne gehabt. Natürlich gerade für uns am Anfang doch ein ziemlicher Gewinn ist, wenn wir die Sachen eben nicht nachkaufen müssen. Ja. Ansonsten finde ich das Spiel auch grafisch extrem schön gestaltet. Also man kann hiermit schon einiges an Facepalm. Nachdem ich hier jetzt also die zwei Reparaturen, die ich verbraucht habe, ne, hat sich nicht für mich gelohnt. Das Investment der zusätzlichen Lebenspunkte aber auf jeden Fall, denn ansonsten würde ich kaum einen Treffer überleben können. Ja gut, jetzt. Tun fast so, als ob wir im Krieg wären. Ja. Bei dem alten Flugzeug ist es natürlich am ehesten so, dass man...
kaum in der Lage ist, in einem Wendemanöver irgendwas auszuweichen, geschweige denn... längere Zeit zu überleben. Wenn ich das geschafft habe, grenzt schon an ein Wunder. Denn Reparaturen für 30 Credits, nenne ich sie jetzt mal, pro Reparatur, das ist schon ein ziemliches Investment. Endlich, immerhin. Und das Spiel ist auch nicht so großzügig, einen mit den Reparaturkits zu bombardieren. Das, allerdings ist es trotzdem ein furchtbar unterhaltsames Spiel. Und das ist das, was mich am Ende dazu bewegt hat, dann zu entscheiden, nochmal komplett neu anzufangen und zu sagen, okay, komm, jetzt zeigst du deinen Zuschauern aber auch dieses kleine Juwel mal. Denn tatsächlich hätte nicht Kommissar Zufall mitgeholfen, ich hätte dieses Spiel selber wahrscheinlich nicht entdeckt. Komm, was ich bräuchte, wäre eigentlich eine Reparatur. Ich spiele übrigens nicht auf ganz leicht. Sondern auf normaler Schwierigkeit, aber es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade weiter nach oben. Hallo Puma. Ja, aber wir haben es immerhin schon fast bis Level 3 geschafft. Ja, das ist ein gewisser Grind, könnte man sagen. Vor allem gerade zu Anfang ist es schwierig, weil man halt auch kaum Möglichkeiten hat, mit den Feinden irgendwie vernünftig umzugehen. Es sei denn, man opfert mal so die ein oder andere Splitterbombe. Befürchtung, das wäre zu knapp. Das Gemeine ist, die Reparaturen füllen sich nicht zwischen den Gefechten wieder auf. Das sorgt natürlich für einen gewissen Schwierigkeitsgrad, bis man in der Lage ist, jedes Geschütz weniger macht das Spiel einfacher. Und auch wenn ich das Spiel jetzt günstig über eine Keyseller-Seite am Ende bekommen habe,
Ah, toll. Ich musste mir auch noch unbedingt zwei Treffer einfangen. Ja, also es ist jetzt kein episches Spiel, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob dieses Spiel in der Lage wäre, problemlos sowas wie World of Warcraft oder was weiß ich noch. Spielt das überhaupt noch einer? Ja, mindestens einer spielt es noch, den habe ich nicht heute getroffen, aber... Ah, endlich. Geht also auch mit dem schlechten Flugzeug, aber jetzt haben wir vor allem Level 3. Fürs Level-Up kriegen wir auch nochmal Punkte. Jetzt muss ich in den Shop gehen, sehen wir. Für 250 können wir das nächst bessere Flugzeug kaufen. Das mache ich auch sofort. Reparaturen haben wir keine immer. Will ich in Reparaturen investieren? Nee. Lieber in deutlich mehr Panzerung. Und jetzt nehmen wir uns auch direkt das nächste Level vor. Und natürlich werden wir auch gegen andere Flugzeuge kämpfen müssen. Ist ja klar, das wäre sonst furchtbar langweilig. Und das Ganze wird noch deutlich heftiger und vor allem hektischer. Aber man sieht schon, wir können jetzt schon deutlich mehr einstecken. Und die Maschine ist auch deutlich wendiger. Dann macht das Ganze natürlich auch schon... Ja, dann mach's gut und wie gesagt, ne, kannst du auch jederzeit immer nachträglich den Stream nochmal angucken. Und ja, bis denn. Übrigens, Gebäude spawnen tatsächlich Truppen nach. Das heißt, wir haben ein gesteigertes Interesse daran, Gebäude zu zerstören und das sogar ziemlich zügig. Das Schöne ist, wenn ich so hoch fliege, habe ich deutlich mehr Zeit zum Ausweichen. Ach ja, und der Doppeldecker hat ein MG. Im Gegensatz zu dem Wright-Flugzeug, nenne ich es mal, das ja quasi nur mit einer Pistole bewaffnet war. Also in diesem Level kann man mal gut und gerne 70 bis 100 Soldaten pro Durchlauf niedermähen. Allerdings, wie es euch hier wahrscheinlich auch schon auffällt, hier droppen keine Supplies vom Himmel. Schon mal die schweren Geschütze erledigt. Das sind die am meisten nerven beim Fliegen. Weil diese kleinen MG-Treffer, die sind verhältnismäßig harmlos.
Und man merkt schon, bei diesem Flugzeug hier haben wir zum Beispiel deutlich weniger Treibstoffprobleme. Was die ganze Angelegenheit natürlich auch ein bisschen angenehm. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Oh, das war ein bisschen zu niedrig geflogen. Und ein Gebäude weniger. Also zum Levelgewinn ist es auch nicht notwendig, tatsächlich die Soldaten zu töten. Das wäre auch unmöglich, weil die quasi endlos nachspawnen. Aber Gebäude, Panzer, Geschütze zählen alles zu den Sachen, die zerstört werden müssen. Bomben, also zumindest die Standardbomben, haben wir praktisch unendlich. Deswegen bin ich so sparsam mit den anderen Bomben immer gewesen, weil ich ja schon vorab im Endeffekt wusste, wir werden es brauchen. So. Auch wieder eine Menge eingebaut. Ah, das Rennlevel, okay. An das, ja, das Spiel ist durchaus abwechslungsreich und es ist definitiv eher ein Casual-Game. Ne? Da brauchen wir uns mal nichts vorzumachen. Das hier ist jetzt nichts, was man unbedingt jetzt hardcore-mäßig gespielt haben müsste. Es ist eher was, was man so zwischendrin spielt. Schade, die Bomben kann ich nicht abschießen. Aber auf der anderen Seite komme ich doch hier ganz gut durch. Und den einen oder anderen Treffer können wir ja auch einstecken. Na, sagen wir mal, einfache Punkte nehmen wir auch gerne. Oh ja. Das Level erinnere ich mich auch noch. Jede Menge Panzer. Ja, ab hier fängt es dann an, wo man wirklich auch ein bisschen Skill zumindest mitbringen muss, weil hier wird die Sache doch schon ein bisschen unübersichtlich. Ich meine, das geht noch, ich kann mir das noch viel schlimmer vorstellen, was wahrscheinlich bedeuten wird, dass spätere Level viel schlimmer werden. Aber hier gibt es dafür wieder Vergünstigungen einzusammeln. Das Einzige, was wir momentan nicht haben, sind Reparaturen. Und das ist leider ein wenig tragisch. Denn wo so viele Kugeln herumfliegen, da wird man gelegentlich auch mal getroffen. Natürlich wäre es theoretisch einfach nur eine Abwägung. Kann ich
kann ich mir das leisten, in einem Level, das mir so wenig Punkte bringt, dann so viele Punkte für ja, Reparaturwerkzeug auszugeben? Übrigens, die Bomben können auch durchaus andere Flieger treffen. Das ist halt nur manchmal etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Ah, eine Treibstoffnachfüllung. Nur härteren Kontakt mit dem Boden oder halt auch Gebäuden sollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Ansonsten, also das Spiel ist nicht unnötig kompliziert. Man kann es mit Maus und einer Hand an der Tastatur spielen. Das ist also schon mal sehr übersichtlich. Ah, da haben wir so ein schönes... Ne, der ist zu tief. Das Risiko gehe ich nicht ein. Schönes Beispiel für so einen Bombentreffer an einem gegnerischen Flugzeug. Natürlich sind die Flugzeuge, mit denen wir es hier zu tun haben, auch noch, ein relativer Witz. Rein theoretisch könnten wir hier ja noch mit dem alten Flugzeug unterwegs sein. Aber das neue Flugzeug selber ist schon mal eine Riesenhilfe. Was mich ursprünglich an dem Spiel so sehr fasziniert hat, war, dass es mich an ein wirklich uraltes Spiel auf dem Amstrad PC meines Vaters erinnerte. Das Spiel hieß Tornado. Hatte eine ganz faszinierende Geschichte. Dritter Weltkrieg ist ausgebrochen. Tornado-Bomber vom Einsatz am Feindesgebiet zurück, hat Atombomben abgeworfen. Die Russen sind vernichtet, unsere Flugplätze sind auch vernichtet und der Pilot weiß jetzt nicht, wo er landen soll. Also, was macht er? Er hat ja noch seine konventionellen Bomben und sein Maschinengewehr, fliegt einfach zur nächsten größtenteils zerstörten Stadt und schießt sich quasi eine Landebahn frei. Das war's mit furchtbar primitiver Grafik, sollte dazu gesagt werden. Also das hier war damals noch gar nicht vorstellbar auf dem Amstrad PC, sowieso nicht. Aber dieses Spiel hat halt begeistert, weil es war schwierig. Und ich glaube, ein Stück weit trifft das auch hier zu. Es ist nicht unmenschlich schwierig, aber es ist durchaus eine Herausforderung. Man muss sich konzentrieren. Es ist ein ziemliches Chaos auf dem Bildschirm. Wenn man also nicht aufpasst, kann es gern mal passieren, dass man am Ende abgeschossen wird, einfach nur, weil man nicht aufgepasst hat. Und geschafft! 105 Soldaten! Ich hab doch gesagt, das kann sich sammeln. Dann
21 Panzer mit links, 12 Flugzeuge, wird wahrscheinlich auch mehr, und insgesamt 8 Gebäude, die das Level halt vorgegeben hat. Ein kräftiger Schluck mit Zucker für mich. Und jetzt können wir uns das nächste Flugzeug schon leisten. Und da ich damit quasi beim letzten Mal aufgehört habe, ich weiß auch nicht, ob das Heck-MG funktioniert. Treibstoff eigentlich weniger. Bombenschaden oder Manövrierbarkeit. Erhöhen wir den Bombenschaden. Das ist ein abstrakter Wert, von dem, zu dem ich noch gar nicht so viel sagen kann. So, wir haben jetzt hier nicht mehr ein MG, sondern quasi eine Schrotflinte. Vor- und Nachteile. Vorteil, Gegner sind so leichter zu treffen. Nachteil, Präzisionsschießen ist hier eigentlich auch nicht mehr so drin. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Volltreffer landen, der nach Möglichkeit nicht bei uns liegt. Ich habe gesagt, nicht bei uns, aber offensichtlich haben wir es geschafft. Ah! Hallo Joker! Alles gut bei dir? Ja. Günstiges kleines Casual Game, was mir quasi durch eine Keymailer-Seite, nicht vom Entwickler, dieses Mal nicht vom Entwickler zugespielt wurde, sondern das ich mir tatsächlich gekauft habe von dem Geld, das ich für verkaufte Humble Keys bekommen habe. Es war also eher so eine Art Tausch. Aber das Spiel hat mich so sehr begeistert, dass ich zeigen wollte. Ach hey, hier ist ein Zeitlimit drin. Macht die Sache natürlich noch mal ein ganzes Stück schwieriger. Nicht sehr viel schwieriger, muss man dazu sagen. Die Reparatur will ich haben. Die auch. Oha. Also das hier ist das Level, wo ich dann entschieden habe, dass ich euch das lieber zeigen will und wo es anfängt, richtig hektisch zu werden. Ja, und ich glaube, mit diesem Level werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen müssen, habe ich die Befürchtung. Wenn das so weitergeht mit meinen Flugkünsten. Thank you.
Aber es wäre natürlich eine schöne Sache, tatsächlich mal auf Anhieb so ein Level zu schaffen. Wobei, wenn wir es nicht auf Anhieb schaffen, ist es auch nicht tragisch. Solange wir hier zumindest mal einen ordentlichen Bonus an Reparaturen und Treibstoff und allem raus. Oha, zeitlich ist das schon verdammt knapp bemessen. Aber gut, wir haben das Flugzeug ja noch nicht mal aufgerüstet, also... Das kriegen wir mit allem Optimismus nicht mehr zeitlich hin. Oh, ein paar zusätzliche Abschüsse bedeuten immerhin. Ja, immerhin 295. Ist ja schon mal gar nicht schlecht. Und das Geld können wir natürlich direkt wieder ausgeben. In Reparaturen zum Beispiel erstmal nicht. Aber mal sehen, wann kommt das neue Flugzeug? Level 9, ha? Wenn es um Geschwindigkeit geht, ist das wahrscheinlich. Oh ja! Ja, das macht natürlich einiges einfacher. Abgestürzt, so kriege ich keine Punkte. Die zusätzliche Bombengeschwindigkeit macht eine Menge aus.
Wie das im alten Ersten Weltkrieg, im alten Ersten Weltkrieg, irgendwie was für den neuen Ersten Weltkrieg, ist denn in den alten Zeiten üblich war, erstmal alles mit Bomben eindecken. Ich glaube, in diesem Anlauf werden wir das gut schaffen. Und was Treibstoff angeht, beim ersten Flugzeug war das tatsächlich noch eine Sorge, die man haben musste. Hier würde ich das nicht mal mehr so ausdrücken, weil guckt euch unsere Treibstoffanzeige an. Gar nicht zu tief fliegen. Das ist auch so eine Sache, man kann in dem Spiel ganz leicht mal ein Manöver versauen, weil man einfach gerade auf andere Dinge geachtet hat. Wunderbar. Darauf ein Drink. Anstrengend ist es schon. Kann man nicht leugnen. Alle Gebäude zerstören und diesmal zur Abwechslung kein Zeitlimit. Das Spiel ist also damit durchaus abwechslungsreich. Notwendig. Aber inzwischen kommen bei den Leveln ja wenigstens genügend Punkte am Ende rum, um es zu rechtfertigen, hin und wieder mal ein bisschen was für Reparaturen auszugeben. Wenn ich mir vorstelle, dass wir eventuell sogar noch mehr die Bombengeschwindigkeit erhöhen könnten. Ah, toll. Da nützt mir eine Reparatur leider gar nichts.
Ah, schon wieder eine Reparatur, die einfach so in den Sand gesetzt wird, sozusagen. Muss ja irgendwann mal. Aber zugegeben, sobald man erstmal weiß, was man zumindest ganz grob im Spiel macht, ist es schon mal ein ganzes Stück einfacher. Ich wette, es kommen bestimmt auch noch Level, bei denen ich einfach nicht mehr permanent einfach nur Bomben abwerfen darf. Weil ich wahrscheinlich sowas mit Zivilisten schützen muss oder sowas. Aber hier ist es ja noch verhältnismäßig einfach. Ja, bevor ich das Flugzeug in den Boden ramme und dann das Level nochmal machen muss. Momentan sieht es nämlich nach einem relativ souveränen Sieg aus. Uff, 273 Soldaten, Himmel. Und dann fürs Level Up direkt schon wieder. Gucken wir mal, ob wir in Ära 1 auch weiter dabei bleiben können. Das Level ist natürlich günstig. Vor allem, wenn ich dafür Superbomben einsammeln darf. Die Dinger sind nämlich besonders
besonders teuer vor allen Dingen. Okay, hier war ja prinzipiell nicht viel zu erledigen. Darf ich das nochmal machen? Ich verstehe schon. Also keine Boni mehr, ha? Huh? Naja. Eine deutlich abgespeckte Variante, beim ersten Mal war es ja schon ziemlich übertrieben. Hätte ich aber auch genommen. Zehntel der Bonis hätte durchaus gereicht. Okay, Ära 1. Das hat schon Boss-Gegner-Charakter. Also wie gesagt, das ist ein Spiel mit einem extrem hohen Unterhaltungswert, auch wenn es per se eigentlich recht simpel ist. Das waren im Übrigen die Superbomben. Puh, ganz ehrlich, das war einfacher, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie ich an anderen Leveln halt zu kämpfen hatte. Wehrmachtssoldaten mit... Okay, hier komme ich mit meinem kleinen Doppeldecker wohl nicht mehr so gut klar. Hier spare ich mir direkt die Reparatur. Guck mal lieber, dass wir so viel. Okay. Hat sich mit den Punkten also schon erledigt. Könnten direkt ein Flugzeug überspringen. Dafür muss ich nur. Okay, Zeppelin rammen
sollte relativ weit oben auf meiner solchen Tun-Liste stehen. Direkt gefolgt von getroffen werden. Habe ich nicht irgendwas von, das sollte ich nicht mehr tun? Ach, ich rede so viel, ja. Okay, sagen wir mal so, die Punkte, die stapeln sich dann schon. Allerdings, neues Spielzeug wird ja teurer werden, also... Aber ein Zeppelin tatsächlich durch Intention zum Absturz gebracht und nicht durch reines Glück oder durch ein Rammmanöver. So zum Beispiel wollte ich das nicht haben. Aber dass die Sachen dann auf dem Boden liegen bleiben und man die Zerstörung begutachten kann, das gefällt mir. Nur richtet unser Flugzeug halt deutlich zu wenig Schäden an. Diesmal könnte ich es ja sogar fast überleben.
Gott, ich agiere ja fast schon gezielt. Wo soll sowas noch hinführen? Gut, wenn man erstmal weiß, dass man nach Möglichkeit nicht sich von ungeplanten Zeppelin-Treffern sabotieren lässt. Dann klappt's. Und hey, Level 12. Nochmal, wir haben noch reichlich Kohle. Lebenspunkte ist immer gut. Raketen? Ah, ich habe nicht genügend Finanzen. Okay. Keine extra Taste für Raketen? Die laufen quasi automatisch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schön habe ich mir die alle eingefangen. Fast so, als ob das Absicht gewesen wäre. Ich treffe die Feinde mit absoluter Präzision. Frontal. Die moderneren Maschinen lassen sich auch deutlich schwerer treffen. Kein Wunder. Ja, Leute, Kamikaze, ich weiß. Ich hab's schon mitgekriegt. Eigentlich wäre ich ja derjenige, der mit Selbstmordangriffen die Feinde in den Wahnsinn treiben müsste. Naja, gut, das ist so. Ich meine, ich stehe jetzt nicht da drauf.
Also, nochmal, ne? So simpel wie das Spiel auch ist, so unterhaltsam ist das einfach. Ganz ehrlich, diese Bombe war nicht sonderlich beeindruckend. Wer hat denn da das Zeppelin in den Boden gerammt? Vielleicht wäre es besser, wenn ich wirklich im Dauerfeuer agiere. Ganz ehrlich, man will noch nicht mal mehr aufhören. Das macht zu viel Spaß. Na, was bewegt sich noch?
da steht tatsächlich noch eins. Das ist ja furchtbar. Das ist Napalm. Okay. Gott sei Dank hat das noch gezählt. Ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, jetzt mache ich kurz vor der Ziellinie noch ein Looping und scheitere. Himmel, ihr tut ja so, als ob ich euch... Ja. Ja, aber die Punkte reichen noch nicht ganz für das neue Flug. Oh, doch, reichen sie.
Also das ist ja mal ein definitiver Zugewinn an Beweglichkeit. Ah ja, und zwei Raketen sind natürlich auch ein Fokus. Ja, auf der anderen Seite die Tatsache, dass wir nichts aushalten. Oha, halten wir wenig aus. Ah. 91 und das Upgrade kostet 150, okay. ja. Nee, also ohne massive Upgrades wird hier wohl erstmal gar nichts gehen. Ich habe ihn mitgenommen. Okay, versuchen wir es mit dem vorigen Level und dem neuen Flieger. Ich meinte eigentlich das vorige Kampflevel. Das wäre dann also Level 12. Haben wir genügend Punkte für 159? Aber der Sprung ist dann schon ganz ordentlich. Diese erhöhte Manövrierfähigkeit erfordert eine Menge Konzentration. Man will es ja gar nicht glauben.
Himmel. Ich glaube, ich mache am besten mal eine kleine Pause. Hauptsache, ich habe euch mal das Spiel zeigen können. Eventuell mache ich davon auch noch mal so ein kleines Extra-Ründchen, wenn ich zwischendrin mal keine bessere Ahnung habe. Es macht auf jeden Fall einen Mordspaß. Und wenn ihr wollt, schaut mal rein. Es ist nicht das teuerste aller Spiele. Ich glaube, als normale Steam-Vollversion sind es 5 Euro oder so. Ich habe es jetzt für 1,50 gekriegt. Ich finde, Geld ist total gut angelegt, wenn man mal zwischendrin ein bisschen was bombardieren möchte. Danke dafür, dass ihr mit dabei wart. Das waren sehr angenehme 85 Minuten bis jetzt. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon mal gespielt, also ich bin nicht ganz unerfahren da drin gewesen. Aber man kommt relativ schnell rein. Die Tatsache, dass man im Endeffekt 3 Finger zum Steuern braucht, nämlich einen auf der Leertaste für Beschleunigen, linke Maustaste, rechte Maustaste, das macht das Ganze sehr zugänglich. Ja gut, danke fürs mit dabei sein und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.